von mir auch nochmal ein ganz herzliches Guten Morgen. Bevor ich anfangen möchte, möchte ich auch gerne noch einmal beten. Ja, Vater, auch ich möchte dir für diesen wunderschönen Morgen danken, für die Sonne, die uns erwärmt, die für uns da ist. Ich möchte dir danken dafür, dass du hier mitten unter uns bist. Und ich möchte dich für diesen Gottesdienst beten. Mach du uns bereit für dein Wort. Amen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Der eine oder andere von euch mag die vielleicht schon kennen. Allerdings habe ich in der letzten Zeit festgestellt, viele kennen die noch gar nicht. Diejenigen, die sie kennen, hört zu, genießt sie. Die anderen, lasst euch überraschen. Du bist einmalig. Die Wemmicks sind ein kleines Volk von Holzpuppen. Alle Holzpuppen wurden von dem Holzschnitzer Eli gemacht. Seine Werkstatt lag auf einem Hügel, oberhalb des Städtchens. Jeder Wemmick war anders. Einige hatten große Nasen, andere große Augen. Einige waren groß, wieder andere waren klein. Einige trugen Hüte, andere Mäntel. Aber alle waren von demselben Holzschnitzer gemacht worden und alle lebten im Städtchen. Den ganzen Tag, jeden Tag, taten die Wemmicks das Gleiche. Sie steckten einander Aufkleber an. Jeder Wemmick hatte eine Schachtel mit goldenen Sternchen und eine andere mit grauen Punkten. In der ganzen Stadt taten die Leute nichts anderes, als einander Sternchen oder Punkte anzustecken. Die Schönen, deren Holz ganz glatt war und deren Farben strahlten, bekamen immer Sternchen. Aber wenn das Holz rau war und die Farbe schon abblätterte, dann vergaben die Wemmicks Punkte. Die, die tolle Dinge tun konnten, bekamen ebenfalls Sternchen. Einige konnten große Klötze über ihre Köpfe hochheben oder über hohe Kisten springen. Andere kannten schwierige Worte oder konnten schön singen. Jeder gab ihnen Sternchen. Einige Wemmicks hatten überall Sternchen. Immer, wenn sie ein Sternchen bekamen, fühlten sie sich besonders gut. Dann wollten sie gleich etwas Neues tun, um wieder ein Sternchen zu bekommen. Andere konnten nur sehr wenig tun. Sie bekamen Punkte. Punchinello gehörte dazu. Er versuchte so hoch zu springen wie die anderen, aber er fiel immer hin. Und wenn er hinfiel, kamen die anderen dazu und gaben ihm Punkte. Manchmal verkratzte sein Holz, wenn er hinfiel, dann bekam er noch mehr Punkte. Wenn er versuchte zu erklären, warum er gefallen war, sagte er etwas ganz Dummes. Und die Wemmicks gaben ihm wieder Punkte. Nach einiger Zeit hatte er so viele Punkte, dass er gar nicht mehr nach draußen gehen mochte. Er hatte Angst, dass er irgendwas Dummes machen würde, wie seinen Hut vergessen oder in eine Pfütze treten. Und dann würde er schon wieder Punkte bekommen. Er hatte schon so viele graue Punkte, dass die anderen kamen und ihm ganz ohne Grund noch mehr ansteckten. Er verdient diese vielen Punkte. Da waren sich die anderen Holzpuppen einig. Er ist halt keine gute Holzpuppe. Nach einiger Zeit glaubte Punchinello, was die anderen sagten. Ich bin ein schlechter Wemmick, sagte er. Wenn er nach draußen ging, blieb er bei den anderen Wemmicks, die auch viele Punkte hatten. Er fühlte sich besser, wenn er mit ihnen zusammen war. Eines Tages traf er ein Wemmick-Mädchen, das ganz anders war als alle anderen. Sie hatte keine Sternchen oder Punkte, sie war einfach nur aus Holz. Ihr Name war Lucia. Es lag nicht daran, dass die anderen ihr keine Aufkleber anstecken wollten. Die Aufkleber hielten einfach nicht. Einige Wemmicks bewunderten Lucia, weil sie keine Punkte hatte. Sie liefen zu ihr hin, um ihr ein Sternchen anzustecken, aber das Sternchen fiel ab. Andere schauten auf sie herunter, weil sie keine Sternchen hatte. Sie wollten ihr Punkte anstecken, aber auch die Punkte fielen ab.
So will ich auch sein, dachte Punchinello. Ich will nicht, dass mir irgendwer was ansteckt. Also fragte er das Wemmick-Mädchen ohne Aufkleber, wie sie das geschafft hatte. Das ist ganz einfach, erwiderte Lucia. Ich besuche jeden Tag Eli. Eli? Ja, Eli, den Holzschnitzer. Ich sitze bei ihm in der Werkstatt. Und warum? Warum findest du das nicht selbst heraus? Geh einfach den Hügel hinauf, er ist da. Und damit drehte sich das Wemmick-Mädchen ohne Aufkleber um und hüpfte davon. Aber ob er mich sehen will? Rief Punchinello. Lucia hörte ihn nicht mehr und Punchinello ging nach Hause. Er saß am Fenster und sah zu, wie die anderen draußen herumliefen und einander Sternchen und Punkte ansteckten. Das ist falsch, sagte er zu sich selbst, und er beschloss, Eli zu besuchen. Er ging den schmalen Weg den Hügel hinauf und betrat die große Werkstatt. Seine hölzernen Augen weiteten sich, als er sah, wie groß alles war. Der Hocker war so groß wie er. Er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um auf den Arbeitstisch zu gucken. Der Hammer war so lang wie sein Arm. Punchinello schluckte. Hier bleib ich nicht. Er drehte sich zur Tür um. Dann hörte er seinen Namen. Punchinello? Die Stimme war tief und kräftig. Punchinello blieb stehen. Punchinello, wie schön, dass du da bist. Komm her und lass dich anschauen. Punchinello drehte sich langsam um und blickte den großen, bärtigen Handwerker an. Du kennst meinen Namen? Fragte der kleine Wemmick. Aber natürlich kenne ich ihn. Ich hab dich doch gemacht. Eli bückte sich, hob ihn hoch und setzte ihn auf den Arbeitstisch. Sagte der Holzschnitzer nachdenklich, als er die grauen Punkte sah. Es sieht so aus, als ob du schlechte Noten bekommen hast, was? Ich wollte das nicht, Eli. Ich habe echt alles versucht. Du musst dich vor mir nicht verteidigen, Kleiner. Mir ist egal, was die anderen Wemmicks denken. Wirklich? Ja. Und dir sollte es auch egal sein. Wer sind sie denn, dass sie Sternchen oder Punkte vergeben? Sie sind Wemmicks, genau wie du. Was sie denken, ist unwichtig, Punchinello. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist. Punchinello lachte. Ich? Einmalig? Warum? Ich kann nicht schnell laufen, ich kann nicht hoch springen. Und guck, meine Farbe blättert ab. Warum bin ich so wichtig für dich? Eli blickte Punchinello an, legte seine Hände auf die schmalen hölzernen Schultern und sagte ganz langsam, weil du mir gehörst. Darum bist du für mich wichtig. Noch nie wurde Punchinello von jemandem so angeschaut. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst, erklärte Eli. Ich bin gekommen, weil ich jemanden getroffen habe, der keine Aufkleber hat, sagte Punchinello. Ich weiß, sie hat mir von dir erzählt. Und warum bleiben die Aufkleber nicht an ihr haften? Der Holzschnitzer sprach ganz sanft. Weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, als was die anderen denken. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Was? Die Aufkleber haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe. Eli lächelte. Das kommt noch. Das dauert ein bisschen. Du hast viele Aufkleber. Komm einfach jeden Tag zu mir.
damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Eli hob Punchinello von seinem Arbeitstisch und stellte ihn auf den Boden. Denke daran, sagte Eli, als der Wemmick durch die Tür ging. Du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe. Und ich mache keine Fehler. Punchinello blieb nicht stehen, aber in seinem Herzen dachte er, ich glaube, er meint es ernst. Und als er das dachte, fiel ein Aufkleber auf den Boden. Eigentlich eine Geschichte für Kinder, aber ich glaube, sie ist für jeden. Die Kernaussage dieser Geschichte, oder vielleicht womit es losgeht, ist ein Dorf von Holzpuppen, die sich vergleichen. Ich glaube, das ist eine Situation, in der sich jeder von uns befindet. Auch wenn wir keine Holzpuppen sind, wir vergleichen uns ständig. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das im ersten Moment auch gut so. Warum? Naja, jeder von uns fängt mal ungefähr, ne, vielleicht so groß an. Ne? Und wenn ich mich nicht mit anderen vergleichen würde, dann würde ich ungefähr auf dem Level bleiben. Ich würde zwar wachsen, aber ich würde da liegen und nichts tun. Warum sollte ich auch? Der Vergleich mit anderen, was die also schon können, ist also genau unser Antrieb zu wachsen, zu lernen. Und das ist ja erstmal was Gutes. Ne? Gleichzeitig ist es ja auch der Antrieb für uns, nicht nur als Mensch im Leben, sondern auch in der Schule, im Beruf, im Sport. Jeder von uns kennt das. Wir gucken dann hin und wieder mal Fußball im Fernsehen oder Olympia. Und was ist denn das? Das ist doch nichts anderes als ein Vergleich. Gucken wir mal, wie gut der andere ist und wie ich im Vergleich dazu bin. Das macht in der Regel Spaß, wenn man das vielleicht nicht zu ernst nimmt. Und das ist eine gute Sache. Es bringt uns voran. Und ganz ehrlich, so sieht unser Leben ja nun mal aus. Da gibt es dann Schulmethoden, Systeme, die versuchen, das auszublenden. Ob das nun gut oder schlecht ist, das lasse ich mal dahingestellt. Aber grundsätzlich ist unser Leben so. Wir schreiben Klausuren in der Schule, im Beruf. Überall werden wir mit anderen verglichen und vergleichen wir uns selbst. Das ist ein Druck, den wir erstmal gar nicht ablegen können von außen. Damit müssen wir uns abfinden. Das ist nun mal so in dieser Welt. Und wir sind ja nun mal in dieser Welt. Aber manchmal ist genau dieser Vergleich dann auch etwas, was sich zum Negativen umkippt. Ich habe ja gerade gesagt, wir brauchen diesen Vergleich, um zu lernen, um zu wachsen. Aber an einem bestimmten Punkt ist das auch zu viel. Wenn wir irgendwo feststellen, der andere ist in etwas besser, was ich gar nicht mehr beeinflussen kann und trotzdem mich immer wieder vergleiche, wenn ich krankhaft auf andere gucke und nur noch das zu meinem Maßstab mache, letztendlich wie in dieser Geschichte. Wenn andere alles in meinem Leben bestimmen, weil sie alles miteinander vergleichen, weil sie alles bewerten, das ist gut, das ist schlecht und das auch nach außen hin immer zeigen und ich das selber für mich auch übernehme, dann komme ich an einen Punkt, wo aus diesem eigentlich guten Konzept, diesem ich vergleiche mich mit anderem, ich gucke, wo ich gut, wo ich schön bin und wo andere vielleicht noch besser sind, wo ich lernen kann, plötzlich wird, alle um mich rum sind viel besser und ich kann gar nichts tun. Ich bin total schlecht und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin ja auch, alle anderen sind besser als ich in Mathe. Da muss ich ja auch gar nicht mehr für Mathe lernen. Und so hinterlässt dieser Vergleich Spuren bei uns, wie in dieser Geschichte, die grauen Punkte.
Naja, und wie in dieser Geschichte, der Punchinello, der da rauskommen möchte und versucht, es besser zu machen. Er ist gefallen. Also versucht, das zu erklären. Ja, ich versuche da irgendwie eine Erklärung für zu finden. Ich versuche, es besser zu machen. Und was passiert? Es wird nur noch schlimmer. Er sagt in den Augen der anderen was Dummes und kriegt schon wieder Punkte. Und so entwickelt sich ein Teufelskreis. Ich fange an, aus diesem Vergleich, aus diesem Krankhaften zu gucken, was sind die anderen, und gar nicht mehr auf mich gucken, versuche ich rauszukommen und mache es nur noch schlimmer und drehe mich immer nur noch im Kreis. Aus den Verbesserungen, aus dem Befreien falle ich immer tiefer rein. Und irgendwann bin ich total desillusioniert. Genau wie Punchinello hier. Und dann frage ich mich, was soll das eigentlich alles hier? Eigentlich eine traurige Geschichte. Wie schaffen wir es, genau das zu durchbrechen? Wie schaffen wir es, uns davon zu befreien? Ich glaube, jeder von uns kennt das. Vielleicht nicht so extrem. Klar, es gibt immer Extreme. Aber ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man irgendwo sich mit anderen vergleicht, dass man irgendwo versucht, Sachen zu ändern, die selber gar nicht änderbar sind. Ja? Wenn ich eine Brille brauche, weil meine Augen nicht so gut sind, dann hilft es doch nicht, mir Gedanken darum zu machen. Es ist halt so. Und? Oder wenn ich nun mal 1,50 bin oder 2,10 Meter, warum mache ich mir Gedanken darum, wie wäre es, wenn ich 1,80 wäre? Es bringt doch nichts. Es sind Sachen, die wir nicht ändern können. Und doch passiert uns das immer wieder, dass wir auf solche Sachen, ich sage jetzt mal ganz bewusst, hereinfallen. Dass wir ganz bewusst uns da, oder vielleicht unterbewusst, uns mit anderen vergleichen oder uns über Sachen schlecht fühlen, die gar nicht in unseren Möglichkeiten liegen, in dem, was wir machen können. Wie also kommen wir da raus? Die Holzpuppe geht zu ihrem Holzschnitzer Eli. Nun sind wir nicht aus Holz gemacht und da ist kein Holzschnitzer, der irgendwo oberhalb auf dem Ketelfjord wohnt. Wäre auch ein lustiger Gedanke. Bei uns ist es ein bisschen anders, aber letztendlich doch ganz genauso. Jeder von uns hat einen Schöpfer und für jeden von uns ist es der gleiche. Und dieser Schöpfer, genauso wie hier dieser Holzschnitzer, hat jeden von uns lieb und ist für jeden von uns da. Und er hat keine Öffnungszeiten. Jederzeit können wir zu ihm gehen. Genau wie Punchinello. Gott sagt zu dir, komm zu mir. Manchmal hören wir das nicht so richtig. Manchmal hören wir es direkt. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man eine Eingebung hat, hey, ich möchte mit dir reden, komm du zu mir, ich brauche dich, red mit mir. Manchmal kriegen wir das vielleicht durch jemand anderen. Zuletzt hatten wir wieder das hörende Gebet. Und letztendlich ist es doch genau das, wenn jemand anders mir sagt, hey, Gott möchte mit dir reden. Geh zu ihm hin, wie dieses Mädchen. Er ist da, er wartet auf dich. Und wenn wir denn zu ihm hingehen, dann lehnt er uns nicht ab. Dann spricht er uns an, auch wenn wir vielleicht schüchtern in der Ecke stehen, im ersten Moment überwältigt. Dann spricht er uns beim Namen an und sagt, hey du, schön, dass du da bist. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Genau wie in dieser Geschichte ist es dann Gott, der uns nimmt zu sich
und uns Mut zuspricht, der uns sagt, hey, die anderen mögen dich vielleicht schlecht bewerten, aber ich nicht. Ich hatte einen Plan. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht. Ich habe nicht irgendwie zusammengewürfelt und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ah ja, okay, das ist der Klaus, bitte. Und nochmal würfeln. Ah, Gabi. So, nee, so ist es nicht. Gott macht sich vorher Gedanken. Er überlegt sich ganz genau, wer soll das werden? Und er überlegt sich ganz genau, in was für einer Situation du mal sein wirst. Er kennt das vorher und er rüstet dich genau dafür aus, in allen deinen Facetten. Dinge, die wir vielleicht als minderwertig verstehen oder als schlecht an uns verstehen. Dinge, wo wir sagen, ey Gott, was soll denn das? Warum habe ich so ein schwaches Herz? Gott, was soll das? Warum geht es mir so? Warum bin ich so? Genau so hat Gott dich gemacht. Genau so. Und wie in dieser Geschichte, wo der Holzschnitzer am Ende sagt, ich habe dich gemacht und ich mache keine Fehler. Genau so ist es doch bei Gott auch. Genau das ist das, was Gott sich überlegt hat mit dir. In jeder Facette. Nicht in 95%, nicht in 99,9%. Nein, in 100% hat sich Gott dich so erdacht. Und das ist das, was, denke ich, zählt. Das ist das, woran wir uns messen lassen dürfen. Und das ist das, was wir, wenn andere uns mal wieder sagen, ach, bist du aber schlecht. Genau das ist das, wo wir uns sagen dürfen, wenn du das so empfindest, ist mir egal. Gott hat mich so gemacht. Gott liebt mich so. Und genau dann kann ich mich auch so lieben. Letztendlich bleibt mir ja kaum was anderes über. Wenn Gott mich schon so liebt, dann kann ich doch ganz beruhigten Gewissens sagen, ey, ich bin perfekt. Ich bin vielleicht nicht so schnell wie Usain Bolt. Ich bin vielleicht nicht so hübsch wie Claudia Schiffer. Ich bin vielleicht nicht so intelligent wie Albert Einstein. Aber vielleicht soll ich das ja auch gar nicht sein. Es ist letztendlich wie ein großes Puzzle. Was für einen Wert hätte ein Puzzle, wenn zwei Teile genau gleich wären? Es wäre nicht lösbar. Ja. Jedes Teil in diesem Puzzle, egal wo es ist, ob es nun ein Randteil ist oder ob es das Teil vom Auge der Katze, keine Ahnung was. Jedes Teil ist einzigartig und jedes Teil hat genau seinen Platz im Puzzle. Und ohne dieses Teil geht's nicht. Und genau so bist du auch. Du bist ein einzigartiges Teil im Puzzle Gottes. Und du bist genau so gemacht, damit du genau dahin passt, um das große Ganze zu einem Bild werden zu lassen. Und das ist die wunderbare Zusage, die uns Gott jeden Tag neu immer wieder machen möchte. Er macht keine Fehler. Diesen Brief, den Birte vorhin vorgelesen hat, finde ich, zeigt das noch einiges mehr, aber auch genau diese Kernaussage immer wieder. Es ist, wie gesagt, keine einzelne Bibelstelle. Nein, das Thema ist so wichtig, das findet sich durch die ganze Bibel. Ihr habt selber gesehen, wie viele Bibelstellen das sind. Und das sind nicht alle. Ja, dieses große, wunderbare Buch ist voll davon.
Es ist voll davon, Gott möchte uns sagen, du bist geliebt, du bist mein Kind und ich habe dich so erdacht. Für jeden, der sich das immer wieder neu ins Gedächtnis rufen möchte und das nicht nur mit der Bibel tun möchte, am Ausgang liegt nachher für jeden ein Brief bereit. Nehmt ihn euch mit. Stellt ihn euch ins Badezimmer, ans Spiegel. Nehmt ihn in eure Handtasche, in euer Portemonnaie. Und immer wenn ihr denkt, ach, irgendwie, was bin ich bloß, ach, alles nicht so und die anderen sind viel besser als ich. Holt euch diesen Brief raus. Gott hat dich genau so gemacht. Jetzt ganz zum Schluss habe ich euch noch ein Lied mitgebracht. Als ich so diese Predigt in meinem Kopf hatte und das Radio lief, habe ich ein Lied gehört. Es ist ein recht populäres Lied im Moment, das im Radio rauf und runter läuft. Ja, der Autor oder die Autorin dieses Liedes hatte einen anderen Grund, dieses Lied zu schreiben. Aber wenn man sich mal diesen Text anhört, dann kann man einfach Gottes Wort daraus hören, Gottes Stimme. Und wenn das Lied jetzt gleich kommt, macht mal die Augen zu. Hört euch das an, hört auf die Worte. Denn das ist genau das, was Gott dir heute Morgen zusprechen will. Und das ist genau das Motto, unter diesem dieser Gottesdienst heute steht. Und vielleicht nicht nur heute, vielleicht jedes Mal, wenn ihr im Radio oder wer weiß wo sonst dieses Lied hört. Denkt mal dran. Gott liebt dich. Und Gott hat dich so gemacht, wie du bist.